Minecraft-Technik. Was zuletzt geschah. Unser Held hat EE3 eingebaut, um es mal auszuprobieren, und die Farm an unser System angeschlossen, sodass jetzt wieder mehr Seeds direkt einsortiert werden. Hallo Leute, ich begrüße euch wieder bei Minecraft-Technik, wo ich heute noch ein bisschen mehr an unser System anschließen will. Dafür geht's jetzt mal hier in die Wand. Denn jetzt soll der Thorncraft-Bereich endlich mal seinen Anschluss bekommen. Wollte ich hier zum Abschluss, zum Ende langsam, also ich, wie gesagt, letztes Mal schon gesagt, ich weiß es hier nicht sicher, wie lange die Staffel noch gehen wird. Dementsprechend gibt es jetzt so ein paar Aufbaudinge, die ich hier halt einfach gerne noch fertig bekommen möchte. Das ist der Fußboden. Ja. Und daneben das Wasser. Da müssen wir hier direkt mal. Genau, das. Moment, nee, das ist keine wichtige. Die braucht keinen Anschluss. Ja, sagen, da wird nämlich nichts autosortiert, aber hier, hier und hier. Dort eigentlich. Ah, ne, die muss auch nicht zwangsweise. Dann gebe ich mich mit den drei zufrieden. Hier lang, dann kann ich nämlich hier das an die Ecke, die wir hier vorne hatten, anschließen. Und das kann ich hier mal wieder zumachen, um zu orientieren. Schwupp, das passt. Dann kann ich von hier vorne den eigentlichen Anschluss machen. Habe ich doch gar nicht so viel. Also ich hätte vermutet, dass ich einfach mehr Kabel brauche. So, und zwar hier kommt von hier. Aha. Das bitte schon mal da rein. Und ich bräuchte meine Wrench. Habe ich eine dabei? Nö. Ich weiß aber, wo ich noch die schnell eine herbekomme. Und hier vorne habe ich die Quarz-Wrench einfach rumfliegen. Schwupp. Lang. Dann kann ich nämlich bei den allen erstmal dann gleich die Priorität mit einstellen. Das heißt, ich nehme erstmal überall immer ein Item und sage, besser das zum Lagern. Nee, kann ich nicht. Ich mach's mal so, ich reiß mal den Anschluss hier unten einfach wieder ab. So, kann ich in Ruhe arbeiten. Kann ich dann währenddessen auch drauf zugreifen? Ja. Das war das Falsche. Es soll schon so. Nur die Priorität höher. So, das Aquarium muss da gleich wieder raus. Aber erstmal brauchen wir hier von jedem einen, damit ich da halt sagen kann, lager mir die hier drin. Ich mag die Musik irgendwie. So. Haben wir den ersten schon mal. Wir machen zuerst den hier. Das ist nämlich angenehmer. Nochmal wieder durchsortieren. Dann kommen halt einfach alle Shards rein. Das dürfte dann gleich ziemlich schnell ziemlich voll werden. Wir haben unheimlich viele Shards, glaube ich, noch im System. Und hier, du wirst auf jeden Fall hier gelagert. Du wirst auf jeden Fall hier gelagert. Du und du und. Ja, also dann nämlich gleich ziemlich voll vor allem. Müsste ich mich eigentlich mal hinstellen und irgendwie. Stück von verbrennen. Die können hier dann eigentlich mal weg, beziehungsweise wir können sie mal da vorne reinlegen, falls ich sie nochmal brauche. Ich glaube, ich habe das Alumentum gerade wieder rausgeklickt. Schöne ist, aber wir können dann jetzt auf alles davon per System auch zugreifen. Was hat er hier vielleicht schon umgelegt? Kann das sein?
weiß es gerade gar nicht. Naja, wir flitzen mal zurück. Und hauen das hier ein und gehen dann nämlich jetzt einmal per Hand an unsere Truhen hier unten. Haben wir ein paar, die recht voll sind. Gucken mal. Habe ich hier Honig und Phosphor drin? Die nehmen wir schön mit. Brauche ich da oben noch. Das sind die, genau. Gut, das ganze Werkzeug und Stuff kann da auch drin bleiben. USB Essences können wir da hochsortieren. Und hier sind die ganzen Silverwood-Zapplinge. Da ist euch das ganze Silverwood lockt. Das ist euch das Üble daran. Da werden wir uns direkt drum kümmern müssen. Weil ich da einfach viel zu viel von habe. Und das Kümmern darum sieht so aus, dass wir uns vor allem erstmal hinstellen. Und hier... den arbeiten lassen und hier hauen wir auch einfach mal was rein. Jetzt wird es da ein bisschen Holzkohle machen. Weil wir haben ja da hinten schon so viel drin, dass es mehr als ich brauche. Und wir stellen uns hier mal hin und packen das. Nein, das wollte ich nicht wieder rein tun. Verdammt, muss ich dann direkt schon noch was wieder suchen. War das hier die Truhe, die Kiste, bei der ich war? Ist das da gelandet? Und hier war ich, glaube ich, ne? Ja. Ich will das erstmal auf den Boden, ey. Quecksilber können wir mal umsortieren. Was ist das? Ach, das ist unser Iridium Ore. Das hier sind Pages. Die sind natürlich erstmal alle durchsichtig. Ist ziemlich egal. Das bitte nochmal einsortieren. Das andere kann ich mal eben hochbringen. Das, den Honig und den Phosphor. Über Phosphor freue ich mich hier im System ja immer. Übrigens funktioniert das hier noch nicht richtig, obwohl ich das mit der Emerald Pipe so eingestellt habe. Das Problem ist dabei die Länge des Ganzen. Da zieht es sich halt so ein bisschen so, wie viel abgerufen wird quasi. Wird immer noch ein bisschen mehr Sand hinterhergeschickt, als notwendig ist, obwohl ich das schon richtig auch eingestellt habe. Ist halt so ein bisschen doof. Aber kann man nicht viel machen. Wow, hier hat er ganz schön viel verbrannt. Aber immer noch mehr raus. Holzkohle habe ich dafür vor. Sehr schön. Der hier ist natürlich nicht so schnell. Und dabei habe ich den hier noch aus. Ich mache den schon mal wieder an. Wenn er keinen Amplifier hat, soll er arbeiten. Er hat Amplifier, passt. Da ist die hier halt nicht so super leistungsfähig, was das angeht, aber das passt schon. Da baue ich mir leider auch nochmal ein Solar Panel mit dazu. Wir kriegen schon wieder ein bisschen mehr weg und ich werde halt gleich bei der anderen Ofen auf jeden Fall noch mehr da reinhauen. So. Habe ich hier noch was da rein muss? Nee, nicht direkt. Wie sieht's hier aus? Was muss hier vielleicht umgelegt werden? Ja, da oben sind euch unsere ganzen Charts. Und wenn ich die jetzt hier wieder reintue, dürfte er mir die da hinten hin sortieren. Na, die Bienen lasse ich hier erstmal noch drin. Die muss ich sowieso einfach mal hochräumen. Was ist hier so drin? Greatwood Saplings kann hochsortiert werden. Nochmal Charts. Hey Mann, ich war hier. Was sehe ich hier denn noch so Schönes? Ich zersetze hier das nur noch die Oblivion Frames. Die sind leider nicht im Texture Pack mit drin. Und auf die kann ich hier leider nicht gezielt zugreifen, hoffe ich einfach, dass jetzt nichts drin ist, was da oben hingehört. Er hat ja genug Saft und wird hier auch versorgt, oder? Da kommt schon ganz schön was raus, aber da dort beide gleich stark versorgt werden, wird er hier garantiert genug haben. Das Problem ist nur, was ich jetzt mit dem Rest des Holzes machen soll. Denn hier dürfte alles ziemlich proppevoll sein. Hier sind die Charts mittlerweile mit drin gelandet. Sehr schön. Hier haben wir halt einfach genug davon. Haben wir halt einfach genug davon. Kann ich mit dem sonst noch etwas machen, was Sinnvolles? Ich könnte mit dem... Oh, ja, ich habe ja gerade eine Idee, die funktionieren dürfte.
zwar ein Maschinchen bauen, das ich sehr, sehr selten nur nutze. Und zwar die Sawmill. Habe ich eine Eisenaxt, Copper, Redstone? Ja, sehr schön. Das ist nicht das Richtige. Das brauchen wir für den Chakal. So, schauen wir mal fix, ob ich das hier zustande bekomme. Sehr schön aussehen, hätte ich gerne noch einen Import-Bus. Und ein paar Käbelsche. Und dann schauen wir mal, die läuft, das ist auch aus, die ist aus Thermal Expansion auch. Genauso über diese Sachen. Ich überlege nur gerade, ob ich die hier einfach mit reinbekomme. Wenn ja, wo und wie. Außerdem bräuchte ich vielleicht noch einen Export-Bus. Dann kann ich nämlich das... Wobei, nee, ein Export-Bus ist doof. Lieber noch so gleich einen Hopper. Und Hopper habe ich ja auch keinen mehr. Dann müssen wir jetzt hier mal ein paar Sachen überlegen. Zuerst einmal... Muss ich Dinge lagern können, nehmen wir das hier so. Die brauche ich auch nicht mit mir rumschleppen. Ich werfe erstmal ins System. So. Ein Eisen. Ein Chest. Wood. Sticks. Was bräuchte ich jetzt noch? Ich bräuchte von den Sticks noch mehr. Ein Interface bräuchte ich eigentlich mal. Also bräuchte ich sowieso noch ein Pattern. Aber auch nur eins. Vielleicht mehr, ne, wir brauchen mehr. Geben wir auch schon mal welche in Auftrag und dann Eisen habe ich, Stone brauche ich, also Cobblestone. Crafting Table bitte einmal. Ich brauche davon einen und ich brauche im Endeffekt noch einen, um es vorzeigen zu können. Jetzt will ich noch dein Cobblestone Gear machen. So. Und hier schauen wir jetzt mal. Der für Holz kommt dort raus. Der kann man nämlich in die Sawmill. Kommt, glaube ich, zwei mehr raus. Dann kommt hier einer rein, wo wir ihm sagen, machst du bitte aus Sticks. Das so. Kommt hier schon mal rein. Sticks selbst habe ich da aber noch gar nicht drin. Das heißt, ich werde von den Pattern und Coder sich jetzt aber schon mal mehr mitnehmen. So. Schub, schub, das macht mir bitte schön Sticks. Coden. Das macht mir so Gear. Coden. Nehmt jetzt Eisen. Chest und die Gear macht mir einen Hopper in Coden. Und jetzt ist die Frage, ob ich hier Chest selbst schon habe. Das ist nämlich, wir brauchen die auch noch dafür. Das war das, ja, sehr schön. Erstmal ein Stück Holz dort rein. Das Interface bräuchte ich schon wieder. Da habe ich mir was bei gedacht. Und davon hätte ich jetzt bitte einen. Mal sehen, ob du es schaffst. Ja, schaffst du direkt. Sehr schön. Wobei, wie mache ich das denn jetzt?
vom Platz her. Warte mal, sagen, ich habe da hinterher irgendwo sowieso einen E-Anschluss, ne? Ja. Packen wir die hier drauf. Lass mich mal dahin, Kollege. Und da gleich auch mal durch wieder. Der Hopper kommt nämlich auf die Sägemühle drauf. Und die Sägemühle sagt dann bitte nach hinten. Beides raus, nach oben bitte blau. So, der Import sagt da unten bitte schön alles rein und das Interface sagt hier oben nämlich, ich kann hier Holz. Wobei ich das Interface glaube ich lieber von oben auf den Hopper drauf setze, das gefällt mir persönlich lieber. Ich kann hier Holz. So, man braucht natürlich das Kabel da hoch. Und das hier geht wieder zu und da kommt dann noch eine Fackel hin. Was sagen wir da? Dann ist das hier auch recht gut versteckt. Man sieht zwar dahinter das eine Kabel, aber was soll's. Und wenn ich jetzt hier... Super, dann kann das Holz kann er natürlich nicht. Das war ja so klar. Ich hatte es befürchtet. Aber wenn ich mich jetzt hinstelle und mir hier Oakwood oder auch... Nehmen wir durch, was man das Output dafür mal zum Vorfüllen. Wenn ich das hier rein tue, macht er mir dort direkt Holz. Und hier kommt Sawdust unten mit raus und der sollte es eigentlich nach hinten outputten. Ja, der Output dort war schon richtig. Stackweise bitte. Ah, es kann natürlich sein, dass er das nicht macht. Bauen wir das Ganze da mal wieder ab. Packen das da unten irgendwo mit ran. Ne, das hilft mir auch nicht. Doch, das hilft mir, das hilft mir, doch, das hilft mir, das hilft mir, doch, das hilft mir. Ich muss natürlich Controls dahin bekommen. Das ist alles ein Aufwand. Und das nur für ein bisschen. Um richtig gut Holz machen zu können. So wirklich. Aber währenddessen vergeht dann wenigstens die Zeit, in der der Ofen arbeitet. Ich werde dann einfach mal in Ruhe alles Ofen durchhauen. So, ich muss wieder einen zu. Conduits haben wir hier noch sicherlich noch, oder? Wow. Da habe ich zuletzt. Stimmt, da habe ich Lavazellen gemacht. Haha. Weil ich ein paar mit haben wollte, um die, um da unseren, hier zu unterstützen, unseren Bienenbereich. Redstone, ja, da fehlen mir echt immer noch die Redstone Tendrils, die würde ich ganz dringend brauchen. Naja. Ein bisschen schneller, dann kommen die Cans halt erstmal zur Seite. Dann werden sie hochgeräumt, wenn oben wieder die Lava ausgeht. Dann möchte ich nämlich gerne hier hinter lang. Da muss eine riesige Schlucht. Das sieht ja fast schon so aus. Und zwar darf man bitte noch ein paar, um sie schon mal zu haben. Muss dann nämlich da hinterher. Kommt nämlich unsere Sägemühle hier einfach drüber. Für die Chest dürfte mir das ziemlich egal sein können, ob ich die danach auch aufbekomme oder nicht. Die geht auch so noch auf. So, dann kommt da drüber der Hopper. So, da können wir eigentlich erstmal eine Fassade dahin bauen. Das Kabel dahinter versteckt ist. Oder ist hier überhaupt ein Kabel? Ne, ist ja gar nicht. Oh, das passt ja. Ich kann hier einfach Stone hinhauen.
Und hier kommt das dann hin. Sehr schön, so. Das kommt hier rein. Das ist so Sawdust, der dabei entsteht. Da können wir nicht gleich mal einen Blick drauf werfen. Das hier kann... Das packe ich wohl mit ins System. Jetzt kommt es auch im System an, hat man gerade schon gesehen. Du zeig mir jetzt mal bitte noch... Ja, genau, da kann ich Compressed Sawdust draus machen. Das können wir... Oh, da weiß ich direkt noch was, was wir da machen können. Und das kann man dann zu Charcoals schmelzen. Können wir direkt noch ein Item ausprobieren. Da, die drei packen wir mal da rein. Und zwar eins, das ich noch fast gar nicht benutzt habe. Und zwar den Fabricator aus Zycraft. Die brauchen Green Engineering Bricks, Stone, Eisen und Crafting Table. Von dem Crafting Table weiß ich, dass ich hier noch welche habe. Und den Rest schauen wir mal. Ich müsste auch Zycorium Blöcke Engineering Bricks irgendwo noch haben. Entschuldigung, auf Müsste. Es kann sein, dass die, ja, die wurden hier wahrscheinlich resettet. Warum habe ich den jetzt nicht wieder zurückgesetzt? So. Wie mache ich die? Also Dark Zycorio Dyed. Ja, die Farbe ist egal. Redstone und Bricks. Okay. Moment mal, glaube ich, Eisen. So, packen wir jetzt hier schon mal alles rein. Schaut sich jetzt aber nochmal nach. Das heißt, ich kenne mir ja auch einfach. Nee, das war schon richtig. Ja, das war nicht richtig. Das Problem ist nur, dass ich hier immer noch den Bug drin habe, dass die Rezepte davon nicht richtig angezeigt werden. So. Einmal raus und wieder rein und dann sehen wir es zum Glück wieder richtig. Stone brauche ich noch. Ganz normalen Stone. Habe ich den hier? Doch, da habe ich ihn. Sehr schön. Crafting Table und einmal Eisen oben drauf. Sehr schön. Außerdem kann ich dann jetzt gleich den... Was haben wir noch? So ein Chest. Haben wir noch eine? Export. Import kann ich auch gebrauchen. Bauen wir das mal hier unten aus. Auf. Nein. Vielleicht ein paar Kabel, um das dann schon rüber zu legen. Und zwar kommt dann hier die beiden Kiste zusammen. Ja, dich lassen wir auch noch mal erstmal verdreht, weil noch brauchen will ich nicht. Das ist aber doof. Und zwar haust du mir das Zeug stackweise hier in die Kiste. Dann kommt hier der Fabricator daneben. Den wir uns hinstellen. Und mit dem Zeug hier, also der Fabricator ist ein ziemlich niftiges Ding. Wir sagen ihm erstmal, er soll mit das ist die Redstone-Einstellung. Da stehen wir auf Low. Es gibt halt, also braucht kein Signal, arbeitet, wenn kein Signal dran liegt. Arbeitet, wenn Signal dran liegt. Und pulsiert, wenn Signale dran sind. Dann quasi pro Tick macht er einen Arbeitsschritt. Hier lege ich das Rezept ein. Da zeigt er mir, was rauskommt. Ich könnte hier auch mit dem hier zum Beispiel arbeiten. Dann erkennt er das Rezept automatisch. Hilft mir das halt nicht, weil ich jetzt gerade nicht mehr Fabricator daraus machen will. Dann das schon so machen wir. Und wenn ich jetzt hier das reinlege, sieht man, schwupp, er arbeitet das Zeug automatisch um. Und dann brauchen wir den hier. Ich hoffe, das funktioniert, dass ich den hier so dran mache. Und der soll mir bitte schön das Zeug rausziehen in mein System dann. Funktioniert das? Ja. Und schwupp ist es weg. Und der arbeitet mit dieser Truhe hier automatisch. Und alles, was er bekommt, schickt dann halt dort weiter. Jetzt ist die Frage, habe ich irgendwo einen... davon vielleicht dann gleich noch einen gebrauchen. Denn dann kann ich mich auch noch hinstellen und das so einrichten, dass das Zeug automatisch zu Holzkohle gemacht wird. Jedoch ist der Ofen, den ich hier verwende, prinzipiell durch den Hopper gesteuert. Halt, wir müssen da mal hinter.
Oh, ich habe da schon Export-Bus. Der ist ziemlich voll, verdammt. Nehmen wir das dort raus, weil ich hoffe, dass ich davon nicht so viele bekomme. Oder den Export-Bus selbst gar nicht, aber wir bräuchten dann den Compressed. Compressed Sawdust lassen wir da nochmal schön das noch drin. Und wir exportieren den mal hier hin. Sieht man schon, da taucht es direkt drin auf. Wo habe ich jetzt schon wieder einen Brick herbekommen? Naja. Dann wird das Zeug halt automatisch hier reingehauen und dann wird es zur Holzkohle verarbeitet. Und ich nehme jetzt auf jeden Fall einfach mal ein bisschen Holz auf Vorrat. Weil ich da noch was vor mir habe. Und man sieht dann direkt, sie fängt wieder an. Aber ich würde sagen, damit machen wir für heute erstmal Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran mit dem ein bisschen rumgespielt mit der Sawmill und dem Fabricator. Der Fabricator ist ein Item, was ich bisher eher wenig verwendet habe, aber ich wollte es ja trotzdem für sowas mal verwenden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.